Hallo meine Lieben, ich möchte euch heute kurz erklären, wie man Speerfischt. Das ist ein Thema, das macht man ganz am Anfang zum Thema Brechung von Licht. Und ich habe mir heute mal ein kleines Experiment dazu überlegt, dazu dann gleich in ein paar Minuten. Ich möchte kurz die Theorie dazu erklären. Das Problem ist folgendes: Wir haben einen Fischer, einen Angler mit einem Speer. Und wir haben einen Fisch. Der Angler möchte zum Fisch, und zwar mit seinem Speer. Er möchte ihn am liebsten mit dem Speer aufspießen und rausziehen. Wir betrachten den Fall erstmal ohne Wasser. Dann ist der Fall relativ einfach. Ja, der Angler sieht das Licht, das vom Fisch in seine Augen tritt. So, prima. Das heißt für ihn, er weiß, der Fisch ist hier. Und jetzt ganz wichtig, der Fisch bleibt jetzt auf der Stelle stehen. Ich fülle das Ganze nur mit Wasser auf und alles verändert sich. Dazu nehme ich blaue Kreide. Jetzt ergibt sich nämlich folgendes Problem. Die Lichtstrahlen, die hier das Wasser verlassen, werden so stark gebrochen, dass sie irgendwo hier rauskommen. Die kommen nicht mehr ins Auge. Das heißt, die Lichtstrahlen, die der Fischer sieht, die verlaufen ungefähr so. Soweit alles schön und gut. Ich meine, immerhin sieht er ja den Fisch. Das Problem ist, er kann es nicht interpretieren. Er sieht den Fisch praktisch hier. Und genau das ist ein Problem. Wenn man jetzt also ins Wasser schaut und man sieht einen Fisch, man sieht ihn hier, dann befindet sich der Fisch tatsächlich ein Stück weiter vorne. Und dazu habe ich ein kleines Experiment durchgeführt. Für den Fisch wiederum ist die ganze Situation genauso bizarr. Und zwar, der Fisch erfährt ja dieselbe Brechung durch das Wasser wie der Mensch. Das heißt, die Strahlen, die vom Menschen in das Auge des Fisches treten, werden auch gebrochen. Das heißt, der Fisch wiederum sieht den Mensch irgendwo hier oben. Ja, dementsprechend auch das Land irgendwie hier. Das ist ziemlich verschwommen. Fazit: Wenn ein Mensch einen Fisch mit einem Speer legen will, dann muss er vor seine Füße vor den Fisch werfen.
Möchte ein Fisch wiederum einen Menschen mit einem Speer legen, dann muss er auf die Füße vom Menschen zielen, um ihn im Gesicht zu treffen. Und das Ganze lässt sich vermeiden, indem man einfach irgendwie Laser oder so benutzt. Weil dann werden die Laser auch mit Wasser gebrochen, dann kann man einfach direkt so abschießen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut.